Jetzt sei nicht so weich. Bist du Rock'n'Roll oder nicht? Bist du London oder nicht? Bist du New York oder Postauto? Bist du Bilbao oder Aromat? Bist du 11. September oder 1. August? Bist du jetzt ein hartes Ich oder nicht? Kannst du einstecken oder riechen? Was meinst du, wer bist du? Habe ich nur eine einzige Erregung gezeigt, als ich ins Heim kam? Du warst echt dabei, als man mir den TV wegnahm und Wuschelskörblein auch noch. Und als ich Hepatitis hatte, nur Schmerzen. Ich, der Hund, ein leerer Raum und Kotze. Meinst du, da hätte ich meine Selbstkontrolle verloren und mich derartig gehen lassen, dass ich von meinen Gefühlen gesprochen hätte, wie jetzt? Nachdem ich mit einem zweitklassigen Bassisten wie dir eine Superband gesprengt habe. Für nichts und wieder nichts. So ein Schießdreck. Du bist ja gar niemals im Heim gewesen. Du bist doch unter mir zur Schule, du Kopf. Du kannst ja nicht einmal unterscheiden zwischen einer Kröte und einem Frosch. Ich schicke sicher keine Band einfach so über Kopf ohne Grund. Der Grund bist du. Du tust mich einfach draus. Weißt du, der Friedel, der hat dich total unterdrückt. Darum habe ich dich befreit. Weil ich dich geil finde und die Situation mich total ablenkt, wenn ich dich die ganze Zeit angucken muss. Und du spielst, Nüsschen frisst, das Büsschen lenkst. Und ich weiss, du gehörst mir nicht ganz. Hätte nie gedacht, dass das so komplex ist. Schau dich an, ich will nur eins. Wenn du wüsstest, wie es in mir drinnen aussieht. Ich bin total süchtig nach dir. Weil du bist. Du bist ja ein Frohe. Jetzt hast du mich schon wieder verarscht. Du bist krank. Hat's vor mir schon jemand wie einem Bassist so von Sinnen versucht? Hat vor mir schon jemand einen Bassist so von Sinnen verführt? Er ist mein, aber ich behalte ihn nicht lang. Alles, wo ich will, das kommt zu mir. Und jetzt, wo das Mädchen lebt.